Servus Leute und willkommen zurück zu einer neuen, komplett frischen Aufnahme Ghost Master. Ja, wir starten jetzt auch gleich in die nächste Mission, nämlich Full Horror Jacket. Und ja, ich habe mir die gerade schon mal angeschaut, weil ich mir die Missionen meistens vorher mal kurz anschaue, zumindest die letzten Missionen habe ich das gemacht. Und mir eine kleine Strategie überlege, wie ich das mache, wobei man hier nicht unbedingt eine klare Strategie braucht. Wir werden gleich sehen, warum. Dum, 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 dum. Deine Terrorkampagne kommt zügig voran. Es dauert nicht mehr lange, bis in den Straßen von Grafenwill ein Chaos ausbricht. Sicher wird dann die Armee einschreiten. Man sollte daher einen Präventivschlag gegen das Militär in Erwägung ziehen. Wenn er gelingt, wird das die Unruhe der Sterblichen weiter steigern. Kein Sterblicher innerhalb des verwünschten Militärstützpunktes darf tauglich bleiben. Oh ja, das wird er auch nicht. Da gibt es ein paar kleine Besonderheiten an dieser Mission auf jeden Fall, die wir beachten sollten. Aber erstmal stelle ich mir ein Team zusammen, und zwar dieses Mal wieder das Empfohlene von Ben Jarik. Einfach weil es mir ganz gut gefällt bisher. Und ich noch nichts entdeckt habe bisher, was mir noch nicht gefällt. Ich muss mal kurz dann schauen, ob da nicht doch noch was dabei ist. Weil ich schaue mir das immer doch ein bisschen durch, bevor ich hier irgendwelche Teams blind übernehme. Das ist natürlich logisch. So, Firetail nehme ich dann mit. Ich weiß jetzt auch gar nicht. Ich habe jetzt inzwischen mitgekriegt, dass Scarecrow tatsächlich jemand anders ist als Black Crow. Wobei ich Scarecrow scheinbar noch gar nicht habe, damit ich nicht alles täuscht jetzt, oder? Ich wüsste jetzt nicht, dass ich den schon habe. Also keine Ahnung, was das für ein Geist ist. Ob ich den irgendwo übersehen habe oder... ich weiß es nicht. Ach, natürlich. Das ist die Vogelscheuche, die ich immer vergesse zu befreien. Ja, fast. Ach, dann ist es egal. Dann nehme ich den Black Crow wieder mit. Der hört sich so ähnlich an. Dann möchte ich noch dabei haben den Dragoon, unseren kopflosen Reiter für die Außenbereiche. Und wo ist sie denn, die Moonscreen? So, da haben wir noch Kletterglas. Und Shivers. Der Shivers, der ist auch immer nicht schlecht. Und mit diesem Team spucken wir jetzt und schauen mal, was uns erwartet. Sorge dafür, dass kein militärtauglicher Sterblicher auf dem Stützpunkt bleibt. Das machen wir natürlich. Hier sind Wachen und hier sind überall Patrouillen. Und hier haben wir auch den Geist, den wir befreien können. Es gibt hier nur einen. Dieser Schamane hat mich ausgetrickst, mich, den ältesten aller Schwindler. Hat mich an einen Baum gefesselt und sagte, ich müsste dort bleiben, bis ich vom Waldbrand verschlungen werde. Doch das Schicksal war grausam und mein hölzernes Gefängnis wurde zu einem Totem geschnitzt. Bitte hilf mir, freizukommen! Ja, na toll. Okay, der Wizake-Check, oder wie man den auch immer ausspricht, den müssen wir dann noch befreien, das geht aber momentan noch nicht. Dazu komme ich aber später. Ansonsten haben wir hier eigentlich nur Soldaten, so einen komischen Marinekapitän, wobei ich nicht weiß, was der hier zu suchen hat, und einen Vater. Der Pater praktisch dieses Stützpunkts. Das Problem an dem ist das ja... Okay, das werden wir später noch sehen. Das werden wir wahrscheinlich früh genug mitbekommen, was das Problem an dem genau ist. Wo sind die überhaupt? Ach, die hockt am Klo. Okay, habe ich kein Problem mit. Aber erstmal fange ich an mit Dragoon gleich mal ein bisschen... angeben hier sozusagen. So. Der streift ja so oder so über die ganze Map. Er darf jetzt anfangen, langsam mit zu spuken und unser erstes Plasma zu verdienen. Der ist tatsächlich sehr nützlich auf dieser Karte, weil hier seht ihr ja, sind übelst viele Freiflächen zwischen der Halle hier und den Gebäuden. Das ist dann schon nicht ganz unpraktisch, aber bitte wende deine Kräfte nur an, wenn Sterbliche zugegen sind. Sonst verschwendest du nur das Plasma, das wollen wir ja auch nicht. Ach, jetzt beamt er sich wieder irgendwo anders hin. Und momentan machen wir mal nichts anderes, sondern warten, bis unser Plasma ein bisschen steigt. Wobei, ich glaube, der ist gerade verschwunden, der... Ach, der taucht schon wieder auf. Unser Dragoon. Der lässt uns ja nicht im Stich. Da hinten ist er schon wieder. Na, ich kann hier nicht weiter rüber. Ach so, weil die Karte aus ist. Okay, habe ich kein Problem mit. Hier kann ich aber übel weiter rüber. Das ist ja voll logisch wieder. Naja. Du könntest eigentlich schön in die Gruppe jetzt mal erschrecken. Ja gut, die auch. Das geht auch. Ja, ich bin ja schon fies. Aber wir müssen jetzt verdammt aufpassen, denn der Vater hat nämlich noch ein kleines Ding hier im Hintergrund. Der Vater William Mulcahy. Mulcahy. Oh Gott. Die bekommen alle schon langsam Schrecken hier.
Natürlich sind das alles harte Militärs, das heißt, die glauben nicht so arg an Geister. Wobei natürlich das noch so eine Sache ist. Das wollen wir ihn nochmal austreiben, würde ich sagen. Jetzt kann er gerne noch ein bisschen hetzen, weil wir noch mehr Plasma haben. Also momentan nicht sonderlich spannend gerade. Ist aber auch ein bisschen klar, weil wir momentan noch nicht so viel Plasma haben. So, hier ist der Parkplatz. Der bringt uns aber allerdings nicht sonderlich viel. Hier hinten müsste er gerade hin, der Dragoon. Haha, ich bin die mal kurz hier rum, weil hier 4 Sterbliche sind. Die können da gleich mal schocken. Soll ja was bringen. Navin hat er denn jetzt geschockt? Ich kann gerade nicht hinklicken, weil der Dragoon im Weg ist. Den Private GW Rizzo. Weil das W spricht man im Englischen W aus. Das weiß ja bestimmt inzwischen jeder. So. Jetzt würde ich mal sagen, fangen wir innen auch schon an. Im Innenraum zu spuken. Und zwar werden wir erstmal hinten den hinsetzen. Mit seinen Befehlen. Zwar kannst umherstreifen nach Belieben. So. Der müsste auch nach draußen gehen, aber kann ich dem nicht sagen. Kannst umherstreifen innen oder so, geht das nicht? Nee, okay, geht nicht. Dann kann er nach Belieben umherstreifen, da geht er auch nach draußen. Und schockt eigentlich auch mit dem Dragoon zusammen die Bewohner hier, dieses Stützpunkt. Ach, Dragoon ist mal wieder unsichtbar. Hi, Dragoon. Du kannst auch Sachen, die ich noch nie vorher gesehen habe, unsichtbar machen. So, der erste hat schon ein bisschen Angst. Gut, hier hinten, wenn ich in der Nacht eine Patrouille machen müsste, hätte ich auch erstmal ein bisschen mulmiges Gefühl, würde ich mal sagen. Aber das müssen Soldaten ja eigentlich aushalten. Tun sie scheinbar nicht, aber das ist jetzt nicht mein Problem. So, wo ist jetzt eigentlich der Bug hin? Ups, wo guckt denn der rum? Ach, hier hinten. Okay. Ich würde ihn gern innen behalten, dass er den Innenbereich übernimmt, aber ich glaube, das ist gerade tatsächlich zu viel verlangt, dass der hier innen drin bleibt. Ich bin die mal hier innen. Vielleicht bleibt er ein bisschen wenigstens drin. Und rennt nicht gleich wieder nach außen. Die ersten sind tatsächlich auch schon am Schreien. Das ist gut. Wir müssen hier nämlich nichts anderes machen, zieltechnisch, außer die Leute zu verjagen. Das ist also wieder ein einfaches Verjagerlevel sozusagen. Müssen wir nicht irgendwie auf was achten oder irgendwelche Ziele erfüllen oder sowas wie in den letzten Leveln. Dann mache ich es Küche, okay. Aber auch elektrische Fessel, wobei uns das gerade nicht unbedingt was bringt. Die wird uns hier drin bei dem Geist noch was bringen. Oder nein, eigentlich elektrische Fessel nicht, aber ihr werdet sehen, was ich meine. Wo ist denn eigentlich der Dragoon schon wieder? Hier ist er. Okay, da kann er rumgeistern, das ist gut. Hättest jetzt die vier hier schön ärgern können, weißt du das? Da denkt er wieder nicht mit. Setz mal nochmal Moonscream hier ein. Ja, bringt sehr viel, wenn es keiner sieht. Oh, weg. Ich möchte die Kraft, die der Vater hat, nämlich jetzt nicht unbedingt gleich in Aktion sehen. Denn der kann, so wie ich das mitgekriegt habe, ich weiß jetzt gar nicht, ob das der ist, aber ich glaube schon, der kann Geister über die komplette Map hinweg, ohne daneben zu stehen, bannen. Wenn mich nicht alles täuscht jetzt. Und das ist äußerst unangenehm. Das dürfte euch aber auch einleuchten, dass das nicht sonderlich angenehm ist. Oh. So schon besser. Wir haben zu wenig Plasma. Leute, ihr müsstet mehr schocken. Der Bug hier könnte zum Beispiel auch viel mehr machen, als er eigentlich tut. Aber irgendwie, ja. Mag er nicht, ne? Manchmal. Kann man dem nicht sagen, dass er drin bleiben soll? Nee, kann man ihm nicht. Ja, das ist echt doof. Weil der die meisten seiner Kräfte nur innen anwendet. Das heißt, ich mache ihm jetzt den Befehl weg, dann bleibt er hier in diesem Gang. Vielleicht... Oh! Dragoon wird entdeckt. Dragoon darf auf jeden Fall nicht entdeckt werden, den braucht man nämlich noch. Und zwar ziemlich dringend, um die Leute hier draußen alle zu verschrecken. Was er ja auch ganz gut macht. So, hier ist jetzt der Ding aktiv. Der Bug, der verschreckt die Soldaten hier drin ein bisschen. Das ist gut. Moonscream ist da aktiv. Wobei das gerade noch nicht sonderlich effektiv ist. Das wäre eher hier vorne effektiv oder so, oder? Würde ich mal sagen. Hier ist viel Verkehr. Ich muss, wie gesagt, verdammt aufpassen.
Und hier könnten wir eigentlich dann... der hat der Erdfessel, das ist gut, weil dann kann man ihn überall draußen binden. Außer auf den Straßen natürlich, das versteht sich von selbst. Ist ja keine Erde, so ein Asphaltteil. Und hier sind... Was ist das? Elektrisch, Gewalt, emotional. Ah, ja, okay. Jetzt muss ich, wie gesagt, erstmal aufpassen. Wo ist denn der Vater eigentlich? Können wir den denn nicht mal ein bisschen schocken? Wo ist denn der? Ach, hier im letzten Loch, der Ding hier. Der Stützpunkt. Ja, toll. Super gemacht. Hier im Eingangsbereich bin ich jetzt mal mit Kletterglas. Dann kann er schon mal den Vater schocken. Weil bei dir hier gerade wahrscheinlich bald entdeckt wird, wenn der hier rumsteht, der Vater. Deswegen sollte ich den Kletterglas gleich mal entbinden, prophylaktisch. Und so. Dragoon, du kannst doch mal eigentlich Mortal ärgern, den Vater. Genau, wunderbar. Ich könnte jetzt mal kurz den Black Crow hier draußen binden, weil hier gehen auch viele Leute vorbei. Der kann nur leider nichts nutzen, das ist natürlich suboptimal. Dann binde ich lieber die Moonscream kurz hier draußen. Den Black Crow lasse ich nochmal im Ding hier. So. Du kannst doch auch inzwischen ein bisschen mehr verwenden. Schrei zum Beispiel. Wunderbar. Dann binden wir dich wieder hier oder binden wir dich nicht mehr hier? Ich lasse die jetzt mal. Bind die jetzt mal hier. Hier, glaube ich, ist mehr Verkehr an sich. Hier wäre auch, das ist wahrscheinlich eine Draußenfessel und keine Durchgangsfessel, denke ich mir jetzt mal. Dragoon ist auch wieder am Start, unsichtbarerweise. Dann haben wir den Knuckles mit Gewaltfessel, den könnten wir hier zum Beispiel ranbinden, damit die Wachen hier verschreckt werden. Weil das momentan noch nicht sonderlich sinnvoll ist, weil wir kein Plasma haben. Kennt ihr ja das Problem. So, jetzt ist natürlich ein bisschen Wartezeit angesagt, bis wir endlich ein bisschen Plasma sammeln. Buck ist schön hier am Start, okay. Und ärgert den Corporal ein bisschen. Kann ich dir eigentlich auch den Befehl geben, um mehr Streifen? Nö, das geht nur bei Buck. Okay. Ich würde... Ja, wenn er bei Hetze macht, folgt er ja rein theoretisch den anderen Leuten. Ab und an mal. Wenn er Lust hat. Aber ansonsten ist hier gerade nicht viel Action. Der Dragoon ist weg. Ach, da ist er wieder. Das sollte mal ein paar Leute ärgern hier. Der kann... Ach, wahrscheinlich wegen dem Befehl hier. Mach den Befehl mal weg. Du ärgerst jetzt alle. Nicht nur den Vater. Ich höre hier lauter Schreckenswellen, aber irgendwie flüchtet noch keiner. Also scheint noch nichts wirklich Wirkung zu zeigen gerade. Doch, der Private Timothy Jones ist ganz gut dabei. Nein, Bank. Kletterklaus wird entdeckt. Nicht gut. So. Dum, 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 dum. Ich bin den jetzt mal kurz hier. Weil hier gerade die zwei so schön ratschen. Das werden wir ihn gleich mal ausbinden. Oh, der kann gerade nichts verwenden. Aber Schwarm müsste er doch können, oder? Naja, egal. Was ist denn das für einer? Ist ziemlich reizbar. Hat für Sprüche klopfen nichts übrig. Okay. Habe ich auch kein Problem mit. Ach, jetzt nutzt er wieder was. Wunderbar. Dass der liebe Corporal auch mal sein Fett wegkriegt hier. Dann binden wir den Kletterglas, wenn der Vater hier fertig ist, auch mal hier. Wieder. Aber hier ist er, glaube ich, ein bisschen nützlicher. Und Moonscreen kommt doch hier hin. Das ist, glaube ich, auch praktischer. Dum, 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 dum. Wo ist eigentlich der Dragoon hier? Der rennt immer die gleiche Route und verpasst irgendwie die Hälfte der Leute. Ist auch ein bisschen nervig manchmal. Hier pennt einer. Das wollen wir doch mal austreiben, würde ich sagen. Weg mit dir, du sollst nicht pennen, du sollst flüchten. Ja, die ersten sind gerade kurz davor, kurz vor dem Flüchten, das ist sehr gut. Wacht der nicht auf, wenn da Kriechpflanzen durch sein Bett wuchern? Ja, also da würde ich mir dann Sorgen machen.